Hallo, willkommen zurück zu einem erneuten Let's Play Duty. Heute habe ich ein Video auf der Map Drift erspielt und den Modus Herrschaft, die Waffe Ball Obsidian Steed mit der Tarnung Diamant und Perks Plünderer und Hardliner, die Drohne mit der Warnsicht drin und Paladin ohne was und Bombardierung ohne was. Und ja. Viel Spaß beim Zuschauen. Das ist ein sehr gut erspieltes Video. Ich hatte 43:10 und ich dachte mir, ich bringe jetzt heute mal wieder so ein Video raus, wo ich ein bisschen erkläre, was ich jetzt so mache und so. Also auf jeden Fall habt ihr schon anfangs gesehen, ich bin Master Prestige. Also ich kann nicht weiter leveln. Und ja, somit spiele ich AW eigentlich auch nicht mehr so viel. Ich spiele inzwischen Zeit The Witcher 3 und ab und zu mal spiele ich dann noch AW eine Stunde, zwei und ja, dann nehme ich schon was auf, wenn ich was Gutes erspiele, dann speichere ich das, aber jetzt spezifisch, jetzt momentan ist es halt so, dass ich lieber was spiele, was ich noch was erreichen kann. Aber ich spiele AW, damit ich noch weiterkomme und ich habe mir einen SCAF-Controller bestellt von M-Controllers. Das ist eine polnische Seite. Sehr günstiges SCAF-Controller. Und ich kenne diese Seite von einem Zellus-Turnier. Da hat Danny Burns diese Seite vorgestellt. Da habe ich mir gedacht, ja okay, dann gehst du mal schauen. Und dort bekommt man einen SCAF-Controller sehr günstig. Und der hat gesagt, naja, das Material taugt. Er ist auch nicht der einzige YouTuber, der von dort den SCAF hat. Rusak hat auch einen von dort und ich glaube, sonst noch wer, weiß ich aber gerade nicht mehr. Also ich denke schon, dass man darauf vertrauen kann und wenn nicht, die sind nicht so teuer dort. Also es lohnt sich, wenn man mehrmals einen Shooter spielt und so, vielleicht mal das zu testen. Ich habe gedacht, ich teste das jetzt mal. Ich mache dann vielleicht auch, wie nennt man das, ich glaube ein Unboxing, sorry, dann kann ich das machen. Das Problem wird nur sein, ich habe keine Cam. Also ich meine, ich kann es machen, aber dann wird es halt nicht so gute Qualität sein, weil ich habe ein iPhone 6 und naja, iPhone halt. Und ja, wenn ihr das sehen wollt, dann mache ich das. Und wenn niemand mir was schreibt, dann mache ich es auch. Mir zuliebe. Ich schau mal, ob ich es mache oder nicht. Ich bin noch unentschlossen. Wäre schon spannend, oder? Auf jeden Fall habe ich das bestellt und ab Januar, Ende Januar, Anfang Februar sollte ich dann auch mein Mikrofon bekommen und mein Game Capture bekommen. Und dann kann eigentlich alles ein bisschen professioneller losgehen. Dann ist es auch angenehmer, meine Stimme, glaube ich, das klingt einfach so komisch. Ich habe schon ein Video gestern geschaut von mir und da klingt einfach die Stimme so verzogen oder so, wie wenn ich unter Wasser wäre. Ja, es ist einfach ein bisschen eine billige Qualität hier so. Mit dem normalen Headset und dem Chatkabel und so alles und auch vom Material her ist es dann alles viel besser. Und natürlich mache ich dort zu Black Ops 3 hauptsächlich Gameplays, weil ich spiele eigentlich auch nur COD. Ich spiele nur kein COD oder fast kein COD oder weniger COD, wenn ich halt das Endprestige habe, weil ich das langweilig finde, weil ich nicht mehr leveln kann. Natürlich könnte ich jetzt einfach wieder anfangen, aber dann reicht es mir von der Zeit her nicht wieder zum 30. Prestige, sind das, ich glaube das sind 30 Prestige, oder so zu machen. Von daher lasse ich das so und spiele halt so ab und zu mal ein Spielchen. Und vor allem mit dem SCAF muss man ja so oder so zuerst ein paar Runden spielen, damit man da reinkommt. Haben sie gesagt. Glaube ich zwar nicht, aber ich mache es einfach. Ja. Jetzt kommt dann kurz eine Pause, dann mache ich kurz pssst, und dann rede ich weiter. Ich habe es extra geschnitten. Ja. Lal. Ja, ich habe gedacht, das ist so ein netter Gig. So irgendwie.
Ja, ich habe das noch gefunden, habe gedacht, ja, wofür verwendest du das? Du, aber passt nicht. Na, jetzt habe ich es einfach so aus Spaß hier reingeschnitten. Ist mir eigentlich egal. Ich finde es nämlich immer wieder witzig, wenn man bei GTA gegen die Wand fährt, dann macht es so Platsch. Und ja, ich liebe das Geräusch einfach bei GTA, wenn man irgendwo umfällt oder so. Das bringt mich irgendwie immer wieder zum Lachen. Jo, und was gibt es sonst noch Neues? Jetzt habe ich schon gesagt, wegen AW. Ah, hier am 19. kommt ja die, ich glaube, die ist noch Closed. Also ja, Closed. Einfach für Vorbesteller, die Black Ops 3 vorbestellt haben. Die bekommen ja Beta-Zugang. Ich weiß nicht, ob andere das auch bekommen. Ich glaube, es sollte noch eine Open Beta kommen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall, ich habe das Black Ops vorbestellt und habe somit ab 19. 3 Tage geht das, glaube ich. Zugang zu den Multiplayer von BO3 und da mache ich auch ein paar Videos. Also ich denke, ihr müsst jetzt nicht erwarten, dass ich dort auch schon von Anfang an solche Runden erspiele wie hier. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch schon. Ich werde auf jeden Fall ein, zwei Runden speichern und auch ein bisschen hochladen. Dann weiß ich nicht genau, was ich bei Black Ops machen will. Ein Road to Commander oder ein Road to Nuke oder wie es dann dort heißt. Oder Road to Mothership. Ich glaube, man braucht für das Mothership 20 Abschüsse. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber sie haben das jetzt hochgemacht mit den Punkten. Na, ich bin gespannt. Und ich bin gespannt, mit was für Waffen ich spiele, wie ich meine Waffe gestalte. Bestimmt irgendwas mit Pink, weil Pink ist meine Lieblingsfarbe. Wie fast von jedem Mädchen, glaube ich. Naja, ich bin gespannt und ich freue mich auf jeden Fall richtig auf das Spiel. Auf die Prestigezeichen bin ich gespannt, wie viele Prestige es dann gibt und ob sie wieder so machen wie bei AW, dass sie wieder irgendwie was dazu pfuschen an Prestiges. Ich muss sagen, ich war ziemlich genervt am Anfang, als ich gesehen habe, dass es diese Meister-Prestiges gab, diese goldigen. Und das hat mich dann ziemlich genervt, weil ich war kurz vor dem ersten Prestigemeister. Und naja, dann bist du halt so glücklich irgendwie. Aber jetzt schlussendlich war ich eigentlich ganz froh, dass sie das dazu gemacht haben, weil ich meine, das dritte, ach, das vierte und letzte DLC für AW ist noch gar nicht draußen. Und ich habe jetzt halt schon das Ding. Ja, klar, manche haben das irgendwie schon lange, aber naja, ich habe halt auch noch, ja, so ein bisschen Real-Life eventuell. Ja, egal. Ich finde das schon gar nicht so schlecht, dass ich das jetzt auch schon habe. Vor dem vierten und letzten DLC. Ja, von dem vierten und letzten DLC kommen dann noch ein paar Videos hoch, zumindest von jeder Map noch eins. Und dann muss ich schauen, ob ich vielleicht von einem anderen Spiel, sorry, oder so was mache. Oder ja, ich weiß es echt noch nicht. Ich glaube, von einem anderen Spiel wird ein bisschen schwierig. Zuerst dachte ich The Witcher, aber dann fand ich das ohne Game Capture irgendwie nicht so passend. Das ist ein bisschen schwierig dann zum Schneiden. Und naja, das Einzige, was ich kann, ist so ein bisschen Fun-Videos von GTA. Da heiße ich einfach nicht Baby Firefly, sondern Extravaganz. Das ist mein alter Name von der PS3. Und ich spiele nur mit dem GTA. Und ja, ich kann dort ein paar Trollvideos oder wie man das nennt, machen oder so oder rennen oder ich weiß es nicht. Es ist einfach nicht so interessant, weil ich spiele meistens alleine und momentan spiele ich noch Warframe mit einem Kumpel. Ja, und von dem mache ich echt keine Videos hoch, weil naja, das ist nicht so interessant zum Zuhören oder Zuschauen oder so. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall von Black Ops 3 bin ich dann aktiv dabei. Und ab Januar, Februar 2016 sollte ich dann echt mal ein bisschen professionell ausgestattet sein. Auch mit PC-Schneiderprojekt Zeugs und nicht mehr mit der PS schneiden. Ja, seid gespannt. Und danke für die neuen Abonnenten, fürs Abonnieren. Das hat mich echt gefreut. Ich meine, ich habe 17 Abonnenten und eigentlich mache ich fast nie Videos momentan, weil ich, ja, ich weiß halt nie so, wie das ankommt oder so. Ich mache es dann einfach und ich mache es auch zum Spaß. Aber ein bisschen bessere Tonqualität und Bildqualität schadet nie.
Und es macht mir auch Spaß, ein bisschen zu schneiden, was reinzuschneiden und so. Ja, und ich hoffe, ihr wart bis zum Schluss dabei. Der letzte Kill ist übrigens mein... Der den letzten Killcam hatte, war mein Freund, der hatte auch eine Hammerrunde. Ich habe gedacht, ich lasse das dabei und schneide das nicht raus, weil sonst wäre das fies gewesen. Tschüss!